Willkommen zu einer neuen Ausgabe One Continue Challenge. Jeder kennt James Bond, aber kennt ihr auch noch James Bond Junior? Wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Cartoon früher. Habe ich nie geguckt, denn ich war auch nie ein James Bond Fan, also James Bond Fan. Also habe ich mir auch James Bond Junior nicht angeguckt. Was mich da erwartet, ich bin sehr gespannt. Bis gleich nach dem Intro. Willkommen zurück bei James Bond Junior von THQ, die man ja heute immer noch recht kennt unter THQ Nordic oder North, ich weiß gar nicht. Please enter password, mein Freund, ich habe noch keins. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Toe Jam und Earl. Okay, ich bin wirklich gespannt. Ich rechne mit einem Action-Plattformer. Oh, das sieht richtig oldschool MS-DOS-mäßig aus. Okay, ich kann irgendwas explodierende Bücher werfen. Ich kann schlagen. Auf A, X kicke ich, B springe ich und Y werfe ich diese Bücher und Schultertasten mache ich jetzt nix. Ich habe oben 5 Leben, gehe ich mal davon aus, und 5 Energie. Uiuiui, James Bond Junior. Okay, habe ich es jetzt durchgespielt? Nein. Ach, jetzt habe ich ein Schmapp-Level. Ist ja lustig. Okay, auf A werfe ich Bomben. Und auf B habe ich diesen Schuss hier. Steuert sich jetzt in Ordnung. Jetzt nicht wirklich heftig gut. Aber man kommt klar. Steuert sich ungefähr so wie die Fluglevel in Captain Planet für das NES. Wobei die bei Captain Planet deutlich herausfordernder sind. Wobei es sogar aussieht wie so ein Captain Planet 64 jetzt, diese Flugpassage. Aber in James Bond Junior ging es anscheinend sehr zur Sache. Aber ich bin bis heute kein James Bond-Fan. Ein Arbeitskollege will es mir immer schmackhaft machen, wenn er sich einen neuen James Bond im Kino angesehen hat, jetzt dieses Jahr, glaube ich. Aber ich wurde halt damit noch nie warm. Den einzigen James Bond, den ich mal geguckt habe, war GoldenEye. Einfach nur, weil das N64-Spiel damals ganz in Ordnung war, vor allem im Multiplayer. Aber selbst GoldenEye habe ich jetzt nicht bis zum Ende geguckt. Ach, die können mich runterziehen. Ist ja verrückt. Weil ich einfach diese Filmserie, also Filmreihe, überhaupt nicht fühle. Ich stehe nicht so auf dieses Agentenzeug. Ich habe auch nie dieses Johnny English mit Rowan Atkinson oder wie hieß, Mr. Bean geguckt. Weil einfach ich fühle dieses Agentenzeug gar nicht. Mission Impossible auch nie gemocht, außer das N64-Spiel. Ich gehe jetzt gar nicht mehr weiter runter. Okay, ich habe wirklich nur eine Berührung mit meinem Helikopter und ich bin sofort im Eimer. Ich muss die einfach schnell wegbomben. Anscheinend habe ich unendlich Ammo, dann geht's schon. Wenn man einfach droppt, als würde es keinen Morgen mehr geben. So macht Spaß. Einfach abfeuern. Die Musik ist jetzt auch nicht gerade so prickelnd, also ich kriege fast schon ein bisschen Kopfschmerzen. Ach, das war einer von mir, oder wie? Verpennt zum Einsammeln. Kann man vorstellen, wenn man den Cartoon mochte, dann kann man hier schon Spaß haben. Aber dieses Anfang, dieses 2D-Sidescroller-Level war jetzt unfassbar kurz und total noch nichtssagend, wie das so wirklich funktioniert, weil innerhalb von 5 Sekunden ging es instant in dieses Schmapp-Level. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob ich einfach ans Ende fliegen muss oder ob ich irgendwas Gewisses erfüllen muss, wie diese Satellitentürme erledigen. Aber gut, das hätte es mir wahrscheinlich schon gesagt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da kurz eine Cutscene zwischen den kurzen Level und dem hier gewesen wäre. Boah, da wäre halt jetzt so ein Turbo-Controller cool.
einfach die A-Taste auf Dauer lasse und ständig diese Bomben droppen. Das Schutzschild ist eigentlich ganz cool. Dann gehe ich nicht gleich hops, außer ich fliege woran. Oh mein Gott. Habe ich noch ein Leben? Ja, muss ich von Anfang anfangen? Bin ich mir gar nicht im Klaren. Weil es sieht ja doch alles gleich aus. Aber ich glaube, das dürfte gar nicht so weit hinten sein jetzt. Aber wie gesagt, dadurch, dass alles gleich aussieht, weiß ich gerade echt nicht, ob das jetzt mich weit zurückgeworfen hat oder nicht. Nee, der Baum, den habe ich gerade noch in Erinnerung. So weit dürfte es nicht gewesen sein. Die Autos am Boden sehen ein bisschen aus wie die Autos von meiner Straxbahn früher. Kennt das noch jemand, wo man diese Einzelteile so zusammenstecken musste? Dann hat man die Autos angemacht, die hatten eine Batterie und sind dann einfach halt diese Strecke lang gefahren. Hatte irgendwie was Futuristisches so vom Design her. War mega lustig, Straxbahn. Aber das erinnert mich gerade unfassbar an Captain Planet fürs NES. Habe ich hier, glaube ich, auch schon mal gespielt. Das ist so ein Spiel meiner Kindheit, was ich aber damals schon schwer fand. Und nur gespielt habe als Kind, weil ich Captain Planet halt den Cartoon mochte. Der aber auch aus heutiger Sicht, glaube ich, kaum noch zu ertragen ist. Weil das war jetzt nicht gerade ein richtig guter Superhelden-Cartoon. War halt einfach nur anders. Und ich hatte sehr viel Spielsachen von Captain Planet. Weil ich einfach auf diese Vehikel in diesem knalligen Gelb stand. Uiuiui, hört dieses Level mal wieder auf. Ich meine, so eine Schmapp-Abwechslung in anscheinend so einem 2D-Spiel ist ja ganz nett. Aber man kann es ein bisschen übertreiben. Dude. Oder ich muss wirklich was Bestimmtes machen und fliege eigentlich die ganze Zeit im Kreis. Vielleicht hätte ich echt die ganzen Türme erledigen müssen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich das jetzt hier wiederholt. Klar, sieht immer gleich aus. Aha, abgestürzt. Und? Geht noch weiter. Okay, ist mein letztes Leben anscheinend. Ich weiß nicht, ob von euch noch jemand Action Man kennt. Das war so die Puppe für Jungs. Hatte ich nie, hab mir nie getaugt, aber das wirkt wie so ein bisschen auch so ein Spiel, als wäre es über Action Man. Ach, mein Fehler. Keine Kontrolle mehr gehabt. Komm, ein Leben habe ich. Ah, schade. Ah, das Level war mir gerade echt zu lang und dann irgendwann anstrengend. Ich hätte gerne noch so ein bisschen mehr 2D-Passagen gehabt mit Action-Plattformer, aber das war leider am Anfang sehr kurz. Das war auf jeden Fall James Bond Jr. Wenn ihr Fan des Cartoons wart, habt ihr bestimmt Spaß damit. Ich hatte jetzt nicht so wirklich Spaß. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.